Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hitman. Wichtig, wir werden. Wieso bin ich eigentlich im Pausenmenü? Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier weiter gespeichert und dachte mir jetzt einfach, wir machen den gleichen Trick nochmal, aber diesmal machen wir einfach No Risk, No Fun, würde ich sagen. Und vor allem habe ich mir nochmal etwas anderes ausgerüstet eigentlich. Eigentlich sollte hier eine Giftspritze sein und keine Klavierseite. Naja, ich weiß auch nicht genau, wieso das so ist, aber wir brauchen eigentlich nur den Hammer. So Leute, und so habe ich mir gedacht, wieso machen wir eigentlich immer so sneaky? Wir können doch auch einfach durchrushen und das machen wir jetzt. Nehmen jetzt den Hammer, schlagen deinen Typen tot. Dann erwürgen wir den zweiten hier. Okay. Ja, tut mir leid. Und dann. Okay. Und dann werden wir oben einfach mal aufräumen und die einfach mal abschlachten. Komm, Romacke, mach fertig! Digga, was hält der denn aus? Was? Das letzte Mal habe ich ihn ja easy gehopst. Aber jetzt sind wir am Arsch. Fuck, jetzt sind wir wieder hier. X doch. Fuck. Sind wir wieder hier. Och Mann. Was machen wir jetzt? Oh mein Gott, guck mal, warte mal. Hä, wie kann ich denn hoch? Guck mal, unser Ziel ist da vorne. Aber ich kann nicht weiter. Ah doch, jetzt. Okay, überwinden. Wir schießen da einfach und hauen dann ab. Ja. Die haben wir. Nice. Suchen Sie einen Ausgang. Ja, das ist einfach unser nächstes Ziel. Und das können wir, wo können wir denn hier? Hey, können wir hier hinten raus? Wir könnten unten in die Kiste und uns verkleiden. Dann erkennen Sie uns nicht mehr. Ich bug. Hallo. Hallo? Ich kann nicht weg hier. Hallo. X. Ach. Ja, wahrscheinlich. Bruder, ich kann hier nicht weg. Was ist das denn für ein Bug? Wie geht man denn hier weg? Ja, ich bin auch ein Imposter, Alter. Oh, let's go. Wir verstecken uns noch kurz. Aber sie kennen uns jetzt nicht mehr. Wir konnten uns verkleiden. Das ist sehr, sehr gut. Alter, aber was war da los, ey? Ich war einfach stuck oder sowas. Übelst Abfuck, ey. Wir gucken mal, die da unten haben einen weißen Kreis. Das bedeutet, die erkennen mich immer noch. Das ist nicht sehr gut. Aber naja, wir hauen ja danach jetzt auch ab. Wir wollen ja nicht noch mehr töten. Wir haben ja unsere Ziele eigentlich abgeschlossen und da haben wir wahrscheinlich schon fast entdeckt, aber das ist ja egal. So. Ah, das kann auch ein Spaß werden, Alter. Die bemerken mich ja scheinbar. Was ist, wenn ich einfach ganz schnell hier weglaufe? Also jetzt nicht wegrenne, sondern einfach mehr so mäßig. Jetzt. Oh, es klappt. Ich glaube, es klappt. Oh, wir können mit dem Helikopter abhauen, das ist ja geil. Oh, fuck, hier dürfen. Ja, hier vorne ist auch nur ein Ausgang, weil da kommen wir sonst wieder Probleme. Das machen wir jetzt nicht. Ich will nicht noch mehr Probleme. Hab schon genug. Also, im Spiel. So, tut mir leid. Als ob da jetzt ein Schlüssel fehlt. Oh, aber das ist gut, weil wir können jetzt verkleiden. Let's go. Jetzt gehören wir quasi zur Crew. Scheiße, ich kann es nicht öffnen. Ja, let's go gehen und klettern wir einfach hier drüben. Oh fuck, die haben mich gemerkt. Ne, lol, was? Let's go, Mission verlassen. Boom, Alter. Richtig stylisch, wie wir einfach weglaufen. Als wäre nichts passiert. Ich würde immer noch sagen, wir sind der beste Geheimagent, den es gibt. Moscow. Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated.
your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor! Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Ich würde sagen, ist gut gegangen, oder? Also, ja, fand ich geil. Ja, das war's mit. Also, heute war es halt ein bisschen kürzer, ja. Aber egal. Das war's mit Hitman. Ja, mit Hitman. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.